Du überlegst, ein neues Unternehmen zu gründen oder ein neues Vorhaben und Projekt umzusetzen. Nun, da bist du heute hier richtig bei der Fragestellung, wie kannst du dann dafür das Maximum an Fördermitteln bekommen? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr rufen bis zu 1000 Menschen bei uns an und wollen mehr Fördermittel haben und natürlich auch bei der Antragstellung Unterstützung haben wollen. Und ich zeige dir heute den Weg auf, wie du auf dem schnellsten, aber auch auf dem richtigen und vollständigen Weg das Maximum an Fördermitteln erhalten kannst. Der erste Schritt ist, dass du dir Gedanken machst über den Gesamtkapitalbedarf. Und dazu gehört nicht nur, was du am Anfang brauchst, um zu starten. Dazu gehören auch die Reserven. Dazu gehören die verschiedenen Phasen, die du vielleicht vor dir hast. Am Anfang, erster Schritt vielleicht die Produktentwicklung, dann der Markteintritt, Markteinführung mit den entsprechenden Betriebsmittelreserven für Anlaufkosten und vielleicht später Skalierungskosten, wenn du mehrere Märkte und Länder noch erobern willst. Alles zusammen ergibt dann einen Gesamtkapitalbedarf. Nachdem du dir Gedanken gemacht hast, wie viel Geld du brauchst und wann du dieses Geld brauchst, ist der nächste Schritt, die Quote, die quotale Aufteilung zwischen Investitionen und Betriebsmitteln abzubilden. Sind es 60% Investition und 40% Betriebsmittel oder ist es andersherum? Das ist relevant später für die Auswahl der Fördermittel. Der dritte Punkt ist, dass du dir Gedanken machst, ob deine Produktentwicklung, deine Leistung, das, was du konzipierst und entwickelt hast, eine echte Innovation ist. Denn sicherlich wird es neu sein, aber ist es tatsächlich auch eine Innovation, sodass es bei Förderprogrammen durchkommt? Im besten Fall gilt es auch hier schon, Kontakt aufzunehmen mit möglichen Förderprogrammgebern und sich eine Vorabinformation zu bekommen, ob das, was du hast, eine echte Innovation ist. Als vierten Step machst du dir Gedanken über deinen Standort. Denn in der EU ist das so, dass je weiter du nach Osten kommst, desto mehr Geld du bekommst an Fördermitteln. Und du bekommst nicht nur mehr Fördermittel, sondern du kannst auch mehr verlorene Darlehen, also Zuschüsse, beantragen. Sprich, du kriegst Geld und musst es nicht zurückbezahlen. Als fünftes nimmst du am besten Kontakt auf mit jemandem, der sich mit Fördermitteln und deren Richtlinien auskennt. Denn dann ist es wichtig zu ermitteln, wie viel Eigenkapital du brauchst, um die Gesamtfinanzierung abzubilden. Die Frage ist also hier, wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Musst du gar nichts mitbringen? Solche Förderprogramme gibt es auch. Oder musst du lediglich 5 oder 10 oder 15 oder 20% mitbringen? Oder musst du sogar die Hälfte mitbringen, wo du 50% Eigenkapital oder über Eigenkapital ähnliche Finanzierung abbilden musst und den Rest bekommst du dazu. Der sechste Schritt ist dann, die Vollständigkeit der Finanzierung abzubilden. Sprich, dass du jetzt die gesamten Richtlinien kennst, die Eigenkapitalquoten, die Zuschuss- und die Darlehensquoten kennst und dass 100% aller Kosten, aller Finanzierungsmittel, die du brauchst, abgedeckt sind. Und das bedeutet manchmal auch, Fördermittel zu kombinieren, dass du eine kleine Eigenkapitalbasis hast, die du verdoppelst beispielsweise mit eigenkapitalähnlichen Finanzierung, um dann wiederum Fremdkapital einzusammeln und dieses wiederum gliedert sich auf in Darlehen und in Zuschüsse. Du siehst also, es ist ein bunter Kuchen, der zum Schluss zusammengesetzt wird, aber er steht auf dem Fundament der Gesamtkapitalbedarfsplanung. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn unsere Berater helfen bundesweit, dir dabei deine Kapitalbedarfsplanung, deinen Finanzplan zu erstellen, der banksicher, der belastbar ist, um dann die Fördermittelstrategie aufzusetzen. Vereinbare jetzt dein kostenfreies Erstgespräch und wir helfen dir dabei, sowohl die Gesamtkapitalbedarfsplanung belastbar aufzustellen, als auch die Finanzierungsmittelstrategie zusammenzusetzen. Gerne kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.